Hallo, was machen Sachen? Ja, wird mal Zeit wie für ein Laber-Video. Es hatten ja schon längere Zeit nicht mehr. Ich will einfach mal ein paar Sachen über euch reden. Für die Leute, die es interessiert, was da im Hintergrund passiert, ich bastle einen Spind, also nur ein High-Poly-Model. Den Low-Poly erspare ich euch, auch das UV-Unwrappen spare ich euch. Ich habe mich echt doof dabei angestellt. Und die Texturierung kriegt ihr am Ende noch von Substance Painter. Das kommt am Ende. Und ich glaube, kurz Anvil habe ich auch noch drin, wie ich den in die Anvil-Szene gezogen habe. So viel zu dem Spind. Der ist jetzt auch ja, einfach nur so aus Jux und Dollerei entstanden. Hat jetzt keinen großen Plan gehabt. Eventuell wird es lustig für die Leute auf Patreon. Weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob ich mit dem Spind wirklich was anstelle. Bis jetzt ist nur eine Szene. Ja, so viel zu dem tollen Spind, der da hinten entsteht. Für die Leute, die sich wundern, was zur Henker habt ihr jetzt gesagt? Was will ich von mir? Ist nicht so schlimm. Guck dir an, wie der Spind entsteht. Das andere musst du nicht wissen, wenn du dich nicht mit 3D-Modellieren so dermaßen beschäftigst. Ist das alles, was ich gesagt habe, nicht so wichtig? Guck dir an, wie es entsteht. Das reicht. So, ja, ich habe einfach ein paar Sachen, über die ich einfach sprechen möchte. Wie gesagt, der letzte Monat war bei mir halt sehr, sehr anstrengend. Deswegen gab es auch so gut wie keine Videos oder Streams. Das will ich jetzt ändern. Gerade Streams. Ich hatte jetzt die letzten Tage wieder gestreamt, immer mal. Wir haben ein bisschen was im Blender gemacht. Wir haben eine neue Interaktion bei mir ausprobiert. Wir haben ja jetzt ein TITS-System. Vielleicht kennt das ein oder andere. Quasi, man kann meinen YouTube-Avatar einfach mit Sachen abschmeißen. Ist irre lustig, ich habe ein paar Sachen eingestellt. Wir haben ein paar Sachen dazu gebastelt. Ja, wenn ihr Bock habt, dazu gibt es jetzt wahrscheinlich demnächst auch ein Video. Ich will gucken. Momentan habe ich einigen Leuten versprochen, dass ich ein paar Tutorials mache. Jetzt mehr so wieder bezüglich VTuber. Ich werde keine Sachen mehr tutorialmäßig zu Anvil erstmal machen. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem VTuber. Da hatte ich jetzt ein paar Sachen, die Leute gezeigt werden wollen. Die werde ich jetzt im Laufe der Sachen, der Zeit mal machen. Wie jetzt halt dieses TITS-System. Wie funktioniert das? Wo kriege ich das her? Wie kann ich das einstellen und so weiter? Auch noch ein paar Sachen über Materials und so weiter, wie man halt Texturen switchen kann, dass man halt zum Beispiel Wein oder sowas, will ich zeigen. Das wird die nächste Zeit mal kommen. Mal gucken, wie viel davon kommt. So wie gesagt, ein paar Sachen habe ich versprochen. Ja, generell, ich habe noch immer keinen Konsens gefunden, was ich hier contentweise machen möchte. Also gibt es wahrscheinlich wieder so Bono-Mischung von allem, wie jetzt die letzten Male auch war. Hier das ein oder andere Let's Play, was wir zusammengeschnitten haben aus einem Twitch-Stream oder so Twitch-Highlights. Aus Phasmo fand ich ja sehr, sehr lustig. Ja, halt wahrscheinlich wieder jede Menge Timelapse und so weiter. Das ein oder andere Tutorial hatte ich ja versprochen, das wird kommen. Und dann mal gucken. Ich wollte mich ja ein bisschen mehr mit Animations beschäftigen, also mehr so 2D-Animation, aber mehr ist jetzt da auch nicht passiert. Ich habe jetzt noch nicht wirklich die Zeit gefunden, da großartig was zu machen. Vielleicht gibt es da mal das eine oder andere wieder. Jetzt habe ich ja hoffentlich wieder mehr Zeit für sowas nebenbei zu machen. Die brauchen halt ultra lange so Animationen. 3D-Animation wird es wahrscheinlich nicht geben. Wer gestern da war auf Twitch, der hat gesehen, wie ich mich doch sehr ja, frustriert war von Animationen erstellen für einen Walkcycle. Ja, also. Aber vielleicht laufen die Sachen einfach nicht. Krieg ich alle keine Beine. Mal gucken. Wie gesagt, wenn Animationen, dann wahrscheinlich erstmal 2D irgendwelche Sachen wieder, so kleine Songs oder halt einfach so Schnipsel. Ich habe jetzt den einen oder anderen Clip und Schnipsel irgendwie gefunden, den ich lustig fand. Vielleicht animiere ich den ja. Mal gucken. Vielleicht machen wir das auch mal live. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe noch nicht wirklich so einen Plan, was ich mache, nur dass ich was machen will. Das trifft es eigentlich relativ gut. Mehr verarbeiten hier auf dem Kanal werde ich wahrscheinlich auch einfach das, was ich auf Twitch mache, werde ich dann halt hier in Timelapse-Form oder halt Zusammenschnitte oder so weiter wahrscheinlich bringen. Mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, ich habe noch keinen so großen Plan, was jetzt da eigentlich passieren soll. Also, ich bin für Vorschläge offen. Oder vielleicht machen wir zwischendurch einmal auch mal wieder so ein paar Experimente, wie jetzt letztens das, welches Digimon passt zu mir. Das fand ich auch super lustig. Vielleicht gehen wir mal in die Richtung, dass wir ein paar mehr von diesen Quizzen machen oder halt irgendwelchen Random-Scheiß. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ja, wie man sieht, so einen Plan habe ich immer noch nicht. Nur, dass ich irgendwas machen will. Ja, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Was ich auch am Überlegen war, da bin ich schon eine längere Zeit am Überlegen. Vielleicht hat da einer eine Meinung zu oder vielleicht auch nicht. Die Leute, die jetzt schon eine Weile dabei sind, die wissen, dass ich mit gemeinsam YouTube angefangen hatte, großartig hier Videos zu machen. Also ich hatte schon vorher Timelapse-Videos gemacht und dann bin ich in eine Gruppe gekommen, die sich gemeinsam YouTube nennt und hatte da echt eine coole Zeit drinne. Und da gab es halt quasi das Feature, das Hauptfeature dieser Gruppe war, dass sich einer von uns hingesetzt hat und einfach mal Kanäle
bewertet hat. Ja, nicht wirklich bewertet, sondern sich einfach hingesetzt hat, ein Video oder einen Stream gemacht hat, indem er einfach sich Kanäle anschaut von anderen Leuten, die dir halt vorgeschlagen haben. Da konntest du dich melden, ja, hier, Digga, guck nach meinem Kanal. Und dann ist man draufgegangen, hat sich angeguckt, wie sind Thumbnails, wie sind die Videos an sich, was gibt's auf dem Kanal. Und ich hatte eigentlich wieder voll den Bock drauf, dass wir wieder so eine Gruppe haben. Aber ich habe keinen gefunden, der so Videos macht. Da bin ich am Überlegen, ob ich mich einfach mal hinsetze in einem Stream, dass ich halt jetzt nicht auf Twitch, sondern ich setze mich auf YouTube, dass ich, was weiß ich, alle 2 Wochen oder so an einem Wochenende, na vielleicht nicht Wochenende, muss ich meistens arbeiten, so, aber so alle 2 Wochen einfach mal in einem Stream setze für 1, 2 Stunden und die Leute können mir vorschlagen, schau doch mal nach meinem Kanal, dann können wir auch drüber gehen, über Thumbnails, über Banner und so Geschichten und einfach mal so gemeinsam Feedback suchen. Ich hätte halt, wie gesagt, echt voll Bock drauf, aber ich traue mich selber nicht, einfach mich da hinzusetzen und da zu labern. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich es einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal versuchen, ob da jemand einfach Böcke zu hat. Wir können ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ja, hätte einer Bock, dass ich auf seinem Kanal mal gucke. Ich weiß auch nicht genau, nach was ich gucke. Wahrscheinlich einfach so Komplettaufbau. Wie sieht das Thumbnail aus? Wie sieht der Banner aus? Ist da irgendwie anders wie bei mir ein Konzept dahinter und so Geschichten oder einfach mal Feedback geben, was so läuft. Wir gucken dann uns so 1, 2 Videos an, vielleicht ein ganz neues, ein bisschen älteres, ob man dann eine Lernkurve sieht oder so. Ich sage, ich habe so, wer bei mir einen Plan sucht, der ist auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, ihr müsst jetzt eigentlich jetzt schon langsam wissen, dass ich keinen Plan habe. Nur immer so eine grobe Idee, aber so einen ausgefeilten Plan habe ich nicht. Das wäre vielleicht eine Sache. Wie gesagt, die Zeit damals war halt echt cool und ich vermisse einfach diese Gruppe gerade. Bevor die halt einmal explodiert, wir hatten teilweise dann halt, was weiß ich, 40, 50 Leute in einer Gruppe drin. Das war dann too much, aber das davor war halt echt familiär und cool. War schön, fand ich gut. Vermisse ich so ein bisschen. Geht aber nicht mehr so. Ich hatte jetzt mit dem einen oder anderen gesprochen, der aus der Gruppe war. Den fehlt das auch so ein bisschen, aber ja, vielleicht so eine kleine Gruppe wäre halt echt schon wieder nice. Oder generell so eine Feedback-Gruppe, dass man irgendwie wer spezifisch für sowas eine Discord-Gruppe aufmacht oder sowas. Irgendwie, dass man so einen Sammelpunkt hat für Fragen, für gerade für Leute, die halt anfangen oder halt klein sind. Ich bin jetzt auch nicht groß mit meinem, wie viel habe ich denn jetzt? Keine Ahnung, 600? Die Zahl nicht gesehen, keine Ahnung. Dass man sich halt einfach so sammelt, so als kleiner YouTuber und einfach halt eine Gruppe findet, wo man sich ein bisschen heimlich fühlt, wo man sich auch nicht überrannt fühlt, weil halt alle so auf ungefähr einem Level sind. Und ja, sich gegenseitig einfach unterstützen und helfen. Also jetzt einer hat mehr Ahnung von Audio, ich jetzt nicht. Audio ist mein absoluter Todfeind. ja. Und halt einfach so generelle Unterstützung, was man halt machen kann. Ja. Hättet ihr da Bock drauf? Wäre das was? Ich hätte ja Bock drauf, aber ich habe wenig, nicht so. Also ich habe so wie so eine Hürde, dass ich mich hinsetze und ich mache das jetzt einfach mal, setze mich einfach in den Stream rein und laber einfach über Content von anderen. Irgendwie fühle ich mich da ein bisschen weird und fehlplatziert. Aber vielleicht muss ich es einfach nur ein paar Mal gemacht haben. Dann ist besser. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein paar Pläne. Ich will ein bisschen was umsetzen. Es wird jetzt die generell einfach ein bisschen mehr wieder auf dem Kanal geben. Ich habe jetzt, wie gesagt, meinen Groove gefunden. Ich brauche halt immer eine Weile. Wenn sich bei mir was verändert, dann brauche ich eine Weile, bis halt das alles zum Alltag wird. Und dann funktioniere ich auch wieder. Ja. Gesagt, auf jeden Fall wird es mehr Streame geben und ich werde die Streame dann halt in YouTube-Form wieder verarbeiten. Hier und da mal wieder ein bisschen was Externes machen, was halt nur auf YouTube ist. Ich glaube, so erstmal der gröbste Plan ist mal das zu verarbeiten, was ich auf Twitch mache, in so kleine Häppchen portionieren oder halt in Timelapse-Videos, wenn wir was modellieren. Ja. Und wenn jemand vielleicht gestern dabei war, auch, ich hatte ja mal mit Luna ein Spiel angefangen zu erstellen. Dann haben wir das lange, lange pausiert, weil sie hat mit Schule angefangen, ich hatte wenig Zeit und dann haben wir es einfach auf Eis gelegt und ich habe mir jetzt die Tage wieder dran gesetzt und ja, ich habe ja Fortschritte gemacht. Das wäre passiert. Dazu wird es demnächst ein separates Video geben. Ja, seid drauf gespannt. Vielleicht gibt es das Jahr noch ein Spiel von mir und Luna, was wir beide zusammen gemacht haben. Ja, mal gucken. Dann habe ich, glaube ich, erst schon mal alles gesagt und komplett den Faden verloren zwischendurch. Ich hoffe, es ist nicht ganz so auffällig und schlimm. Ja, dann schreibt mir eure Meinung zu irgendeines dieser genannten Punkte in die Kommentare. Ja, und habt einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten, was auch immer ich machen werde. Oder man sieht uns im Stream. Mal gucken. Dann habt einen schönen Tag und ciao.